Hey Leute, ihr wolltet schon immer mal wissen, was man für YouTube braucht, für ein Equipment, Kameras, Mikros, pipapo. Kein Problem. Mindestens das hier. Sonst könnt ihr sonst... Ja, gar nicht anfangen. Gar nicht anfangen. Spaß beiseite, heute zeigen wir euch einfach mal, was wir an Equipment hier als Firma haben. Davon gehört ein Teil mir, aber natürlich nicht alles. Wir sind eine Produktionsfirma. Ja, wir machen natürlich Auftragsproduktionen, Werbefilme etc. Und dafür haben wir natürlich ein bisschen teureres Equipment, was man für YouTube nicht braucht. Ich zeige euch aber auch die Sachen, die wir für meinen Kanal benutzen. Gerade die beiden sind alte Objektive, so Vintage-Sachen, die wir für 10 Euro gekauft haben. Und an der Stelle auch nochmal kurz den Sponsor dieser heutigen Folge erwähnt. Es geht nämlich um eBay Kleinanzeigen, von denen wir auch dieses Objektiv gekauft haben. Ich habe 20 Euro für 4 Dinge bezahlt, also ein Ding für 5 Euro. Da wechseln wir gleich drauf, damit ihr auch das Objektiv sehen könnt, was wir jetzt gerade auf der Kamera haben. Das funktioniert ja sonst nicht, wie soll ich euch das zeigen? Warum eBay Kleinanzeigen? Erstens ist es natürlich fantastisch, dass man da gebrauchte Dinge verkaufen und kaufen kann. Aber auf dem YouTube-Kanal von eBay Kleinanzeigen bin ich jede Woche donnerstags um 16 Uhr zu sehen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann geht gerne auf den Kanal, abonniert den. Und wenn ihr was verkaufen wollt oder kaufen wollt, geht auf eBay Kleinanzeigen. Lohnt sich. Wir packen das Objektiv jetzt drauf. Wenn es scheiße ist, dann ist es nicht meine Schuld, okay? Dann hat mir der Jürgen Müll verkauft. Jürgen! Ich bin ja mal gespannt. Wir tauschen das jetzt auch einfach live aus. Ah, wupf! Alter, hier ist keine Kappe. Ei. Oh. Ihr habt schon Schlimmeres gesehen, würde ich mal sagen. Ah, das sieht gar nicht so scheiße aus. Warte. Man sieht jetzt ein bisschen weniger, aber dafür kann theoretisch das Objektiv so gesehen nichts. Das war der gute Kollege, mit dem wir gerade gedreht haben, zumindest das Objektiv. Nämlich eins, was ich tatsächlich auch für YouTuber, die ein bisschen mehr Kohle ausgeben wollen, empfehlen kann. Das gute Sigma 18-35 1,8er. Das ist wirklich schön. Kriegt man ab und zu bei eBay für 500, 600 Euro und ja, dafür ist das Ding das Beste, was ich jemals gesehen habe. Ist übrigens der kleine, aber nicht schlechte Bruder von diesem hier. Das ist die Highspeed Zoom Lens von Sigma. Mit sehr, sehr großem Abstand ist das unsere teuerste Optik. Das ist halt eine Cine-Optik, die brauchst du halt nicht für YouTube. Ne? Das ist eigentlich ein sehr ähnliches Glas. Also ist jetzt keine großartige andere Bauweise. Ist halt ein Metallgehäuse und du hast die Fokusringe außen drum. Da kann man dann, wenn man irgendwie den Fokus richtig ziehen will, mit so einem Follow-Fokus, da direkt an die Zahnräder. Aber auch mal, was jetzt braucht, ich habe da den Unterschied nicht so krass gesehen. Die hat halt eine T-Blende. T bedeutet, dass du möglichst genau immer dasselbe Licht einfängst. Und bei F kann das schon ein paar Stops überbelichtet, unterbelichtet sein, je nachdem, was du für eine Brennweite bei einem Zoom-Objektiv hast. Ja, dann kommen wir doch direkt zur Kamera. Das ist eine gute Sony, wie man sieht, ne? Nein, Spaß. Die ist witzigerweise heute hat die einen kleinen Knacks bekommen. Ist aber ein bekannter Fehler. Das ist eine gute Canon C200. Die ist halt ein Plastikgehäuse, bin ich nicht so ein großer Fan von. Die schicken wir ein. Canon kennt das Problem, das soll wohl auch nicht so lange dauern, aber deswegen sieht die nicht mehr so schön aus, wie sie einst tat. Das ist so unsere kleine Production Cam. Muss man jetzt für YouTube so ein Ding haben? Gerade wenn man mit YouTube anfängt, sehe ich ja andere Favoriten auf dem Tisch. Das ist auf jeden Fall eher so eine bisschen größere Kamera, die aber immer noch klein ist. Ja? Also ich kann die halt in einer Hand halten. Wenn du schultern willst, machst du unten was dran. Der Akku hält halt wirklich fucking lange. Kannst zwei SD-Karten reinmachen. C-Fast. Ist ein schönes Ding, ist ein schönes Ding. Also ist ein wunderschönes Ding. Unsere erste Produktionskamera hier in Berlin war die gute Blackmagic Ursa Pro. Übrigens, das ist die kleine. Die heißt ja Mini Pro. Wir haben in Hamburg nochmal das alte Stück, was, jetzt lass mich lügen, doppelt so groß ist. Das hier ist preis-leistungstechnisch die beste, die wir tatsächlich haben. Zumindest wenn man pur danach geht, was die kann und was sie kostet. Heißt jetzt nicht, dass deswegen die anderen Kameras schlecht sind und so weiter, aber das ist halt ein... Das ist halt eine klassische Produktionskamera. Ja. Ne? Die, normalerweise hast du die entweder so wie Nico jetzt geschultert oder auf einem Stativ. Ja. Der Teil wiegt halt viel, ist aus Aluminium, deswegen geht sie nicht so schnell kaputt. Wir haben dazwischen noch einen SSD-Recorder, weil C-Fast-Karten wirklich teuer sind und das muss ja so schnell beschrieben werden. Da kannst du halt nicht so eine popelige SD-Karte reinstecken, sondern brauchst du teure Sachen für. Und den... Und dann haben wir noch eine Akkuplatte drauf für V-Mount. Also du kannst aber mit 4,6K RAW aufnehmen. RAW bedeutet einfach nur ohne Komprimierung oder möglichst ohne Komprimierung. Und da kannst du halt dann nachher viel mehr Spaß mit haben. Autofokus ist hier, die hat ein Push-Auto. Das heißt, man kann mal drücken, dass sie mal die Schärfe legt, aber das ist nicht dafür gedacht. Okay, nee. Autofokus hat die nicht. Ich habe allerdings mit ihr tatsächlich am meisten Spaß. Aber ich glaube, ja, weil Nico, ich das handwerklich auch so gerne halt mag. Nico kommt halt aus dem Fernsehen. Ne? Der denkt halt, dass das besser ist, nur weil die größer ist. Ne? Der wollte sich auch die größere kaufen und nicht die Mini Pro, weil er die einfach geiler fand. Da habe ich mich dann aber gegen gestreut, weil die halt älter ist. Das Ding ist auch ein Preisbrecher. Also das wirkt zwar so, als sei das hier die teuerste überhaupt, aber ihr kriegt nicht ganz, aber so 1,5 bis 2 Stück von denen, anstatt die hier, was ulkig ist. Canon, irgendwas macht ihr falsch. Hier dran ist ein 24 bis 105 F4 von Canon. Eins der wenigen Objektive, die paar Focal sind, bedeutet, wenn man die Schärfe, wenn man reinzoomt, die Schärfe zieht, dann wieder rauszoomt, ist die Schärfe immer noch auf derselben Ebene. Das ist sehr schön.
Das haben aber nicht so viele Objektive. Wer die ersten Videos von uns gesehen hat, zum Beispiel im Set drüben, wo wir auch die ersten Koffer-Unboxings gemacht haben, haben wir ebenfalls eine grundsätzlich wunderschöne Linse benutzt. Und zwar diese Xeen-Linse mit 35 mm Punkt. Und genau das war das Problem. Die war nämlich als erste Linse nicht die optimalste Wahl, weil wir hatten keine Option, logischerweise zu zoomen oder irgendetwas, sondern 35 mm heißt, die Kamera muss an diesem Punkt stehen, wo sie stehen soll, wenn man das oder jenes sehen möchte. Sehr schickes Ding. Meine Lieblingskombination ist das Teil, weil es so fett ist, an der kleinen Kamera. Wir hatten eine mehr mal. Wir hatten mal eine A7S Mark II. Adios. Die haben wir nicht mehr. Aber wir sind große Freunde tatsächlich von dem Kollegen hier, der Alpha 6500, die meines Erachtens nach auch immer noch eine der besten YouTuber- oder Vlog-Kameras ist. Also wenn ihr euch jetzt eine Kamera kaufen wollt, dann wollt ihr 1000 Euro ausgeben, dann kauft euch eine Alpha 6300. Das ist so das Vorgängermodell, die ein bisschen schneller überhitzt. Und investiert 100 Euro extra für... Das Mikro ist richtig geil, was da oben drauf ist, weil man braucht ja irgendwie besseren Ton als Kamera intern, aber das hat einfach keinen Anschluss. Das schraubt ihr einfach oben drauf auf eure Sony-Kamera. Da braucht kein extra Kabel, das braucht keine Batterie. Zieht sich das alles über den Blitzschuh. Das ist richtig geil. Das ist das Beste, was ich mir, glaube ich, jemals gekauft habe. Ist auch ein wunderschönes Bild, hat einen fucking hervorragenden Autofokus. Ekelhaft, Alter. Der Autofokus funktioniert besser, als wenn man manuell fokussiert. In den meisten Fällen. Sie hat nur ein typisches Sony-Problem und das halt die mal ganz kurz, weil dazu kann ich eigentlich den kleinen Bruder kurz holen, um das Problem kurz zu äußern. Das hier ist auch eine Kamera, die man, glaube ich, oft gesehen hat bei vielen YouTubern. Eine Sony RX in der Generation, das ist die 5er, ne? Die 4er liegt da vorne noch. Das ist auch so eine typische Vlog-Kamera. Der eine oder andere erinnert sich, glaube ich, noch an diese Legria Minis und so weiter damals. So quasi der Nachfolger für viele YouTuber. Die Legria liegt hier nicht, aber wir hätten theoretisch auch. Weil der Kollege hatte halt einen fucking Flipscreen und damit kann man halt, wenn man sich selber vloggt, halt auch die ganze Zeit sehen, was man da eigentlich vloggt. Die läuft in NTSC, danke Sony. Das ist halt unglaublich praktisch und das Ulkige ist, bei der Alpha 6500 hat Sony sich gedacht, na, machen wir nicht. Was ist ein Flipscreen, Alter? Man muss sie ja nicht selber sehen können, wenn man sie selber filmen will, ne? Das ist ganz geil, die überhitzen halt nur, das ist ein bisschen nervig. Ist aber für mich immer noch die perfekte Reisekamera, die nicht nervt. Ich meine, guckt euch nur die, also das ist so die nächstgrößere Kamera. Und das ist klein. Die man sich kaufen kann. Das ist eine kleine mit einem sehr weitwinkligen 10 bis 18 mm Objektiv. Und das ist die nächste Größe. Ne? Einfach nur mal so zum Vergleich. Das ist die Größe 1, das ist die Größe 2. Da muss man sich halt überlegen, wie viel kann man eigentlich wirklich mitnehmen. Und so eine Kamera kriegst du halt in jede Tasche rein. Ich würde mir wünschen, dass man da einen externen Ton aufnehmen kann. Das ging mal eine Zeit lang, jetzt geht's nicht mehr. Danke, Sony. Ja, ich habe schon angesprochen, wir hatten davor noch eine Vollformatkamera, einfach mit einem größeren Sensor. Davon brauchst du dann andere Objektive, wie zum Beispiel das hier. Das ist jetzt ein 16 bis 35 mm Objektiv. Das benutzen zum Beispiel Dena und Co., wenn sie vloggen, einfach weil es extrem weitwinklig ist. Das ist jetzt ein F4-Objektiv. Aber wir haben ja gelernt, je kleiner der F-Wert, desto lichtstärker ist das ganze Ding. Gibt es noch in anderen Versionen. Das hier ist ein richtig geiles Objektiv. Ich wünschte, das hier gäbe es in der Qualität für Canon. Weil wir haben es jetzt nur für Sony. Das ist ein G-Master 24 bis 70. Und das ist richtig geil. Blende F2.8. Wenn du irgendwas filmen willst, ist ja auch egal was. Das Objektiv ist es. Ich meine, man darf sich halt keine mega teure Kamera kaufen und dann scheiß Objektiv verschnallen. Und andersrum geht auch nicht. Im besten Fall hast du halt immer so, ne, kaufst du dir ein vernünftiges Objektiv und einen vernünftigen Body. Wenn du gar kein Budget hast, dann kauf dir bitte keine Vollformatkamera und dann Billo-Objektiv. Das bringt gar nichts. Das ist jetzt eine GH3, ist meine alte Kamera, die habe ich damals auch noch zu Broken Thumbs Zeiten benutzt. Für alle Dinge, die schön aussahen zu der Zeit, war die Kamera verantwortlich. Danach dann eine GH4, die habe ich aber verkauft an den guten Luke von Nerd Factory. Die Grüße gehen raus. Das, womit wir gerade aufnehmen, ist eine GH5S. Ich wollte mir die GH5 nicht holen, weil die hat mir nicht so gut gefallen. Weil der Sensor halt, ein kleiner Sensor bedeutet, du hast wenig Licht, ne, dann rauscht das Bild schnell, aber die GH5S, Sensor ist ein bisschen größer, ist irgendwie hintergrundbeleuchtet, keine Ahnung, wie sie es geschafft haben, aber das Ding gefällt mir sehr, sehr gut. Hat noch nicht so einen guten Autofokus wie die Sonys, aber meine private Kamera ist quasi die, wenn man so will. Und fairerweise muss man auch dazu sagen, Sony ist da auch, also die sind da im Optimum-Bereich, ne? wie die das gemacht haben mit den Autofokus. So wie die C200. Der Autofokus ist auch gut. Aber Sony, auch nicht. Sony ist schon ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass das noch eine andere Liga ist von Sony. Also ich finde schon, dass das ein harter Step hoch ist noch. Guck mal. Das ist. Damit kannst du vloggen, sagst du. Ja. Das ist eine Blackmagic Micro 4K. Ist explizit eine Production Cam. Weil die hat keinen internen Monitor. Die kann intern nicht richtig aufnehmen. Und macht theoretisch dafür ganz coole Bilder. Obendrauf ist ein Blackmagic Recorder, den wir viel benutzen. Hier vorne steht noch ein Atomos Recorder, den wir auch viel benutzen. Wenn man beispielsweise einen Livestream macht, ja, und Kameras abcapturen möchte, dann
nimmt man in der Regel entweder was Großes und wenn es was Kleines sein soll, sowas, das benutzen die beim NBA, benutzen die das bei irgendwelchen E-Sports-Veranstaltungen, sind das Kameras in der Größe. Autosportsendung. Und theoretisch ist das auch eine wirklich coole Kamera, die kann 4K 30, hat grundsätzlich nicht so ein schlechtes Bild und so weiter. Die hat bei uns aber einfach keinen Einsatz gefunden bisher. Der Grund, warum wir die damals gekauft haben, war eigentlich, dass wir hier ein Studio bauen, wo man auch Gaming aufnehmen kann. Nicht nur für mich, ne? Also wenn ihr euch wundert, bei Moldebody kommt kein Gaming und so. Wir haben ja noch 80 andere Partner. Dass man hier hinkommen kann und das produzieren kann. Wir haben nur einfach aktuell das Studio noch nicht fertig gebaut. Also, Kamera ist da, daran scheitert es nicht. Meine Fehlinvestition schlechthin ist der Kollege hier von Samsung. Den haben wir auch nur einmal hier. Das hier ist eine 360-Grad-Kamera. Wie oft hast du die benutzt? Ich habe die auf der Gamescom vor 2 Jahren einmal benutzt, mir die Aufnahmen angeguckt und mir gedacht, was mache ich denn jetzt damit? GoPro-Kameras kennt, glaube ich, jeder von unglaublich vielen Videos oder Stunt-Videos und was auch immer. Und ich habe GoPro, die Kameras selbst, fast immer gehasst. Die hatte viele Einsätze bei so Sachen wie Bastelboys und so. Einfach, weil die halt unzerstörbar ist, aber der Akku hält nicht lange. Und haben wir die jemals hier benutzt? Nee, ich glaube nicht. Was war aber benutzt? Eigentlich schade, aber theoretisch ist das mein Fehlkauf, weil für Bastelboys hätte ich eine Legria benutzen können, die einen besseren Ton hat und ähnliche Qualität. Ja. Und ich habe halt keinen Ansatz mehr dafür. Ich habe mich damals in den kleinen Kollegen eigentlich auch ganz verliebt. Das ist quasi, ich sag's mal simpel, die GoPro-Version von Sony, um es mal runterzubrechen. Ich habe mit den Dingen wirklich viel Spaß gehabt. Das Problem ist, mit diesen Action-Cams, die haben ein Einsatzgebiet, das ist sehr klein. Und wenn ihr die nicht braucht, dann braucht ihr sie nicht. Aber wenn ihr euch jetzt denkt, warum habt ihr eigentlich 20 unterschiedliche Kameras? Wieso benutzt ihr nicht jedes Mal die hier? Ne? Verstehe ich die Frage. Ich habe auch am Anfang gedacht, sind wir eigentlich blöd? Ne? Ich meine, wir können ja alles theoretisch hier mit so einer Kamera machen, ne? Wenn man sich Mühe gibt, dann sieht das auch kein Kunde. Niemand merkt da einen Unterschied, wenn man da 4K dreht und so. Aber wir nehmen ja noch Ton auf, da muss dann XLR rein, dann brauchst du dafür einen Adapter, dann sieht die Kamera auf einmal dreimal so groß aus, dann willst du länger als 30 Minuten am Stück aufnehmen, dann brauchst du so einen externen Recorder. Dann hast du nur so einen kleinen Winkel, wo du einfach mal sowas brauchst tatsächlich. Genau, und es gibt halt für alles tatsächlich irgendwie so einen Einsatz. Nein. Ja. Ah, oh, wir haben die Drohnen vergessen. Wir haben die ein einziges Mal benutzt. Und das ist genauso wie mit den Action-Cams. In Deutschland darfst du nirgendwo mehr fliegen, ohne irgendwelche Ausweise und Drehgenehmigungen und Pipapo und bla. Und die Spark ist zwar super süß, ist halt mega klein, aber das ist die Tasche von der Spark, das ist die Tasche von der Mavic. Ja, die habe ich mir damals gekauft, als ich noch viel mit Bastelboys und Drohnen unterwegs war. Ich habe dafür einfach keine Zeit mehr, weil jedes Mal, wenn du eine Drohne benutzt, musst du irgendwie die Batterien updaten, dann musst du deine Map updaten. Und ganz ehrlich, wieso haben wir uns die Spark gekauft, wenn die Mavic jetzt auch nicht zusammengeklappt, nicht so viel größer ist. Ich möchte übrigens hier eine kurze Sache sagen, das ist eine schöne Drohne, aber DJI und Software und Firmware-Updates kannst du auch in die Tonne rauchen, ne? Außer für Nintendo haben wir keinen Kundenauftrag, wo wir jemals eine Drohne benutzt hätten. Ja, weil wir für Nintendo in Japan waren und da mehr Möglichkeiten hatten, die Drohne zu fliegen. Ja, der Grund dafür, dass wir Drohnen nicht benutzen, ist tatsächlich Deutschland. Also es macht halt einfach keinen Spaß. Über die Zeit haben wir aber rausgefunden, dass es, dass gerade wenn man Licht kaufen möchte, und Licht ist ja eigentlich mit das Wichtigste für ein schönes Video, dass man tatsächlich diese ganzen Lichtsachen, egal was es ist, gerne von chinesischen Herstellern kaufen kann. LEDs. LED-Technik ist so weit gekommen, dass du einfach die China-Lampen kaufen kannst. Das sind meine absoluten Lieblingslampen. Das sind einfach die Laserschwerter. Die kannst du unten halt auch auf ein Stativ mounten. Das Ding, das hier ist magnetisch. Da kannst du warmweiß und so eine Folie vormachen. Das heißt, das Geile an den Dingern ist, dass sie halt auch gelb leuchten können und blau und alle Farben machen können. Das ist ganz geil, wenn du irgendwie Spitzlicht machen möchtest. Und das Ding, wenn du den Akku unten abmachst, passt halt auch in jede Tasche rein. Und die waren nicht so teuer. Ansonsten benutzen wir jetzt hier gerade für den Dreh ganz normale 2 Softboxen mit ganz normalen Glühbirnen. Es gibt eine Sache, die ich geil finde an Drohnen. Und das ist einfach nur, dass das Bild so stabil ist, ne? Das kriegt man ja aber auch auf dem Boden hin, indem man sich einen Gimbal holt. Ja, der hält, wenn man ihn ausgerichtet hat, einfach die Kamera gerade. Das Ding ist genial. Habe ich in Japan viel benutzt. Das sind immer so die Cinematic Shots, ne? wenn das so sich anfühlt, als würde die Kamera einfach gleiten. Ich muss aber sagen, dass für 99% der Menschen, ne? Also das ist ein mega geiles Ding, der Pilotfall sage ich gar nichts gegen, aber für 99% der Menschen reicht tatsächlich, glaube ich, sowas. Das ist halt auch ein ganz normaler Mini-Gimbal. Der Kollege ist aber auch einfach nur für Smartphones. Wenn ihr mal mit einem aktuellen Smartphone Aufnahmen macht, in 4K, im schlimmsten Fall noch 4K 60, sehen die halt auch echt gut aus. Ich meine, wenn man genug Licht hat, dann reicht das. Und dann ist halt so ein Gimbal echt geil. Den kleinen Kollegen habe ich mir gekauft für, ich glaube, das waren unter 100 Euro. Der war im Angebot. Und ich hatte den du hattest, habe ich gehasst wie die Pest. Mhm.
Weil du musst es bei deinem ja nur per Software gehen. Und der geht halt direkt ohne Software und funktioniert halt tatsächlich ganz gut. Oh nein, das ist wirklich geil. Der hat 100 Euro gekostet? Ja! Okay, ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, wie das Ding im Langzeiteinsatz ist, aber bis jetzt sieht das besser aus als der teure, den ich hatte. Und es ist halt, okay, jetzt ist es überbelichtet, aber... Wenn die Handys noch eine gute Frontkamera kriegen... Das ist halt, das sieht halt auch instant gut aus. Ansonsten, wir haben noch so viele Objektive. Wir haben jetzt hier noch ein 10 bis 18 mm von Ken. Das ist ein geiles Objektiv, 12 bis 100 von Olympus. Was haben wir denn noch alles? 100 bis 300 für und von Panasonic. 70 bis 300 von Canon mit einem elektronischen Display. Ja, dann haben wir da hinten noch zwei Funkstrecken rumfliegen, die benutzen wir aber gerade. Das ist ein kleiner Mischmasch geworden. Ich habe jetzt hier eine Sennheiser-Funkstrecke. Ja, wir haben noch Funkstrecken, zwei von Rode. Ja, wir haben mehrere, wo man auch so ein Mikro dran packen kann. Die sind digital. Damit umgehst du quasi jedes Problem, was du irgendwie auf einem Event haben könntest, dass du da auf einmal auf den Boxen zu hören bist und dann vom Veranstalter rausgeschmissen wirst. Ja, dann haben wir noch ein Richtmikrofon. Das ist teuer, das hat viel Geld gekostet. NT2G. Wir haben halt auch noch Sachen in Hamburg, wie gesagt, das ist halt nur... Wir sind, mehr wir passt da hier jetzt hier auch nicht hin. Das ist halt auch noch... Was braucht man eigentlich für YouTube? Also der Durchschnitts-YouTuber, ne? Der ist mit so einem Ding, mit einer Alpha, wenn man sagt, okay, ich habe schon ein paar tausend Abonnenten, ich mache damit ein bisschen Kohle im Monat, ist so ein Ding richtig geil. Oder man geht halt eine Stufe kleiner, aber ich glaube, das hier ist besser, weil du externen Ton mit aufnehmen kannst ohne Probleme. So eine Geräteklasse, muss jetzt nicht die Kamera sein. Und wenn man sagt, Dude, ich habe aber keine Kohle, ich habe noch so einen kleinen Kanal, dann holt man sich eine alte Kamera. Die Objektive sind ja trotzdem, die kann man ja auch, wenn man dann irgendwann mal eine teure kauft, immer noch weiter benutzen. Oder man nimmt einfach sein scheiß Handy. Ungelogen, ne? Es gibt ja für, ich glaube auch für Android-Handys und so weiter, für iPhone habe ich es nur explizit mal gesehen, von, ich glaube, Sennheiser, so ein Lightning-Richtmikrofon. Und ich habe mir davon Soundtests angehört, das ist verdammt gut. Wenn du das jetzt noch kombinieren würdest mit so einem 100-Euro-Gimbal, ne? Wenn man eh ein Smartphone hat, ne, dann kannst du alles damit machen erstmal. Denn das Wichtigste bei einem Video ist eigentlich der Inhalt des Videos, also eure Idee und was ihr da eigentlich macht. Und ob das im Endeffekt nachher hiermit gefilmt ist oder hiermit gefilmt ist, spielt hinten raus eigentlich keine Rolle. Natürlich, also, wenn du andere Hardware hast, dann stehen ja natürlich andere Möglichkeiten offen. Wenn du einen Helikopter hast oder eine Drohne, dann hast du Aufnahmen, die du sonst nicht machen kannst. Kannst nicht deine Kamera hochschmeißen und hoffen, dass die Heile wieder runterkommt. Banales Beispiel. Der Kollege kann Slow-Mo-Aufnahmen mit XY vielen Frames. Der da ist für Slow-Mo eine ganz schlechte Idee. Prinzipiell kannst du mit allem erstmal alles machen. Alles, was hier rumliegt, damit könnte man jetzt ein gutes Video mitdrehen. Außer mit dem Scheiß, Alter. Das Ding ist halt echt scheiße, Junge. Nico und ich, wir sind ja noch zwei Personen. Wir kaufen gerne Technik. Das ist unser Hobby, ist nicht nur unsere Arbeit. Ich stecke da gerne auch Geld rein. Aber das muss man halt nicht, ne? Kauft das, was ihr euch leisten könnt. Oder nimmt das, was ihr schon habt. Wenn man halt eine geile Kamera hat, die kann man aber auch 4 Jahre benutzen oder 10 oder so, je nachdem wie gut die ist. Man muss sich nicht jedes Jahr eine neue Kamera kaufen, ist nicht so wie bei Smartphones, da die Welt ist noch nicht so schnell, aber ich glaube, die wird noch so schnell. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, macht ihr Videos? Macht ihr irgendwas Webvideomäßiges? Und wenn ja, was benutzt ihr dafür und was würdet ihr hiervon gerne haben? Vielleicht machen wir eine eBay-Kleinanzeige irgendwann mal, wenn es nicht mal läuft mit dem ganzen... Geht auf jeden Fall auf den eBay-Kleinanzeigen-Kanal und checkt Nikos Kanal aus. Da gibt es mehr zu Software und Hardware. Oder abonniert den Kanal hier, weil ihr seht ja, Mann, wir machen jetzt den nächsten Kinofilm damit. Achso, und ja, wenn ihr euch wundert, warum manchmal auch Videos bei mir unscharf sind oder scheiße klingen, ich benutze halt nicht immer alles davon oder habe jemanden hinter der Kamera, der mir helfen kann. Ne? Ich möchte mich nur mal in Schuss nehmen, bevor jemand denkt, wie kann das eigentlich unscharf sein, wenn du das hier benutzt? Okay, ist ein schwerer Job, Jungs. Wir sehen uns das nächste Mal, haut rein und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie das Objektiv performt hat. Ciao!